Willkommen zurück hier bei Far Cry 6. In der letzten Folge sind wir bei dieser Mission angekommen, die hier bei dem Zoo ist. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier im Detail so machen sollen. Das Spiel ist irgendwie ultra buggy gerade. Ich verstehe nicht so ganz, was das Problem ist, aber ich finde das ziemlich cool, wie der Boden halt glitzert. Irgendwie finde ich, das sieht verdammt cool aus. I don't know. Irgendwas geht hier auf jeden Fall auch ab. Irgendwie weiß ich nicht. Es ist gerade alles, es fühlt sich irgendwie alles komisch an. Also am Spiel. Irgendwas ist nicht in Ordnung, hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Das werde ich jetzt wahrscheinlich noch die nächsten zwei Folgen sagen. Ja, mal gucken. Ich werde das gleich direkt irgendwie mal angucken. Castillo wiederholt die Geschichte. Meine Geschichte. Yara wurde von Sklaven erbaut und mit Viviro läuft es genauso. El Presidente ist Afro-Yarana und bemerkt die beschissene Ironie nicht mal. Er hat da unten unschuldige Menschen. Menschen aus unserer Show. Wir hatten einen Auftritt in Esperanza. Es kam zu Tumulten und Castillos Propagandaministerin Maria Marquesa hat uns auf die schwarze Liste gesetzt. Die hat mich in ihre Akademie eingesperrt und wollte mir das Gehirn waschen. Aber ich hatte Glück. Paolo hat mich rausgeholt und meinte, ich soll das vergessen. Aber ich kann nicht. Nicht, wenn da Menschen eingesperrt sind. In Käfigen. Die müssen in ihrer Scheiße schlafen, so wie ich damals. Ich kann sie nicht befreien. Aber du, rette sie! Okay. Ich bleib hier und halte Ausschau. Ich muss mich beeilen, sonst gibt es Torte. In der Tat, aber ich mache jetzt einmal ganz kurz eine Aufnahmepause und gucke zumindest mal in die Einstellung, ob sich da irgendwas geändert hat. So, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Also in den normalen Einstellungen hat sich nichts geändert, was echt komisch ist. Ja gut, das sollte ich eventuell nicht dafür benutzen. Das wäre, glaube ich, relativ schlau. Wir nehmen hier jetzt mal wieder unser Scharfschützengewehr, denn damit können wir schon mal direkt den ersten hier ausschalten. Also. Upsi. Wie soll ich da rüberkommen? Ich check das noch nicht so ganz. Ups. Oh, vielleicht check ich's doch. Die Kamera hat natürlich instant irgendwie irgendeinen Alarm losgetreten. Hier muss ich vorsichtig sein. Ich denke mal, es ist schon ein bisschen zu spät, um hier jetzt nicht in die Fresse zu gehen, oder? Also so voll drauf. Bitte, hilf mir. Geht, solange ihr könnt. Danke. Hm? Verschwindet hier! Oh, oh. Diese Menschen waren widerlich. Die können falsche Yarana so schicke Sachen haben. Ja moin, er klaut ihnen gerade einfach so ihre Sachen. Jetzt wohl nicht mehr. Tschüssi.
Das war halt einfach mal so ein Tierpark und jetzt ist es so ein Umerziehungslager, ja moin. Ein Offizier. Ich muss vorsichtig sein. Ich denke nicht. Oh oh. Ungünstig. Schlüssel. Aber erst muss ich alle freilassen. Boah, das Spiel fühlt sich immer noch unglaublich weird an. Irgendwas ist echt nicht okay. Aber dieses in die Fresse fühle ich gerade doch schon so ein bisschen, muss ich gestehen. Es ist irgendwie ganz lustig. Hallo. So, hier ist gerade immerhin schon mal halbwegs ruhig. Oh oh. Ein Heli ist tatsächlich gar nicht gut. So, ihn sind wir immerhin schon mal los. Luftunterstützung. Wo denn? Ach da. Okay, hier sind die Leute. Beschütze meine Familie. Wo auch immer sie sein mag. Das hier ist die Tür, I guess. Genau, jetzt ist sie auch auf. Lauft. Muchas gracias. Gracias a Dios. Danke. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier mein Paria-Lager schicken. Ja, okay, die sind, glaube ich, schon tot. Bisschen zu spät. Vier von sieben, also es gibt noch mehr. Da geht's noch irgendwo rein oder so? Lol. Hier war irgendein Verhör. Boah, das ist so krank einfach. Wieso macht man sowas? Das ist einfach nur so Laberababa, was der da sagt. Meine Güte, was für ein Bullshit einfach. Irgendwie macht mich das immer so ein bisschen mad, keine Ahnung. Das ist einfach so richtig dummes Gequatsche jedes Mal. So, schauen wir mal weiter. War ich hier schon? Ja, hier habe ich die eben rausgelassen. Das ist einfach nur die andere Seite. Mein Orientierungssinn ist gerade auch irgendwie ein bisschen gone. Hier kam ich aber, glaube ich, ursprünglich, oder? Fühl mich bloß nicht an. Oh, wohl doch nicht. Ja, da komme ich, glaube ich, nicht rein. Das hier ist das Suchgebiet. Vielleicht sollte ich mal nach oben gehen, um mich da mal ein bisschen besser umzuschauen, weil ich sehe halt einfach nicht, wo ich hin soll gerade.
Okay, irgendwas explodiert. Läuft. Okay, hier sind noch mehr. Allerdings ist hier auch ein Vieh. Ah, da sind die Menschen. Okay. Oh Mann. Wie dumm einfach. Okay, wo ist die Tür? Hier. So. Lauft. Bewegung. Bitte lasst uns zu, dass sie noch jemanden gefoltert hat. Ich habe jede Nacht gebetet, dass ihr kommt. Talia, ich habe getan, was ich konnte, aber ich habe sie nicht alle gerettet. Dann zeigen wir Yara, was Castillo hier getan hat, damit sie verstehen, warum wir nicht einfach stillhalten können. Hier sind überall Sicherheitskameras. Ein paar Aufnahmen könnten vielen Menschen die Augen öffnen. Scheiße, ja, Dani. Die sollten wir veröffentlichen. Bichu weiß, wie wir möglichst viele Leute damit erreichen. Ich suche den Kontrollraum. Okay. Der ist da hinten, aber ich muss irgendwie in diese Richtung nochmal, weil da halt voll viele von diesen Soldatentypen sind. Dann werde ich am besten erstmal die los. Und dann schauen wir weiter. Oh, oh, auch noch ein Flugzeug. Tschüssi. So. Den Arsch sind wir schon mal los. Was ein Müll. Puh, okay. Dann brauchen wir jetzt noch das Material. Ich werde jetzt auch nicht das ganze Ding absuchen, weil es macht gerade einfach nicht so viel Spaß, hier alles durchzugucken, wenn das ganze Spiel irgendwie gerade einfach ultra buggy ist. Okay. Den Schlüssel hatten wir schon, genau. Kann ich mich nicht so lange irgendwie einschließen oder so? Dani, die Soldaten kriegen Verstärkung. Oh oh. Gonio, der Download ist noch nicht fertig. Wehr sie ab. Wir brauchen diese Aufnahme. Naja, also eigentlich ist das einfach nur ziemlich dumm. Weil ich bleib einfach hier drin. Los, da drüben. Ich hol ihn mal zurück. Upsi. Das Problem ist, die Tür geht jetzt nicht wieder zu. Naja, dass ich hier drin bin, wird jetzt nicht irgendwie überraschend sein, oder? Was hast du dir dabei gedacht? Entschuldigung. So, die kommen jetzt von hier. Oh oh, da kommen noch viel mehr. Ich hol ihn gerade mal wieder zurück. Entschuldigung, wie kommen Sie auf die Idee, hier einfach reinzulaufen? Schon mal was von Privatsphäre gehört? Entschuldigung, bitte lassen Sie dies. Was glaubt sie, wer sie ist? Bisher ist es gar nicht mal so schwierig. Komm zurück, Morpho. Verdammt. Lol.
Ja, Luftunterstützung ist mir erstmal relativ egal. Ich bleib einfach hier drin. Was hier jetzt einfach für so ein Leichenberg drin liegt, ey. Das ist schon ein bisschen funny. Okay, er ist zum Glück nicht weit. Entschuldigung. Okay, ich muss mich nochmal heilen. Mann, ich komme hier halt nicht mal mehr vernünftig raus. Fertig. Na endlich. Mann. So, jetzt. Hier war doch irgendwo, ich habe keine Ahnung mehr wo, aber irgendwo war hier doch so ein MG-Ding hier. Volltreffer. Tschüssi. Talia, hier unten ist alles sauber und ich habe das Filmmaterial. Jetzt verstehe ich, was Clara an dir findet. Das wird Maria nicht vertuschen können. Keine Angst, ich werde Libertad als Quelle erwähnen. Mach einfach dein Ding, Talia. Okay, wir treffen uns an der beschissenen Anton-Statue am Haupttor. Das ist es wert. Was sehen? Vertrau mir, Dani. Vertrau mir. Ja, und jetzt bringt sie mich um. Wir hören uns das jetzt noch an und dann mache ich, denke ich, wirklich Schluss für jetzt erstmal, weil irgendwas ist halt wirklich nicht okay gerade mit dem Spiel. Und bevor es mir irgendwie hinterher noch meine Speicherdaten oder so, obwohl die werden sowieso in der Cloud gesaved, also ist eigentlich egal, aber... Bevor irgendwas passiert. Talia, wo zur Hölle bist du? Da, das ist Antons perfektes Zebra. Das ist ein angemaltes Pferd. Sieh, aber es macht mich berühmt. Schieß ein Foto. Heilung! Mach das perfekte Foto! Halt still! Mach das nochmal. Und du kannst was erleben. Ich kann gut mit Tieren. Tschüss. Ja, ein wundervolles Pferd. Gut, ich würde aber an der Stelle jetzt wirklich die Folge beenden. Irgendwas ist halt wirklich gerade nicht okay mit dem Spiel. Und dementsprechend lasse ich das jetzt gerade erstmal checken. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Entschuldigung, wo fahren Sie hin? Hier ist anscheinend eine Straße, gut, dass ich das sehe. ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.